Guten Morgen. Heute schaue ich mir die Webseite von Aninova, ehemals Deutsches Tierschutzbüro e.V. an. Bin selber seit Jahren Spender mit einer kleineren Summe jeden Monat an diesen Tierschutzverein. Sie sitzen in St. Augustin, das ist in der Nähe von Köln, Bonn. Genau. Hier ist die Webseite. Wir kämpfen für das Ende der Massentierhaltung und Pelztierzucht. Beides sollte nicht mehr in Deutschland sein. Meiner Meinung Pelztierzucht sowieso nicht, Massentierhaltung auch nicht. So, jetzt habe ich eine E-Mail von dem bekommen, ein Newsletter über die neuesten Aufdeckungen und Erfolge. Das möchte ich einfach mal kurz in diesem Video bei euch zeigen. Also es geht hier unter Aufdeckungen, erfolgreich aufgedeckt, unsere Undercover-Research. So, Free Ewi, genau. Wir bringen die Wahrheit ins Licht. Aufdeckung durchsuchen. Okay, das kam mal vor kurzem. Das sind schon harte Bilder. Tierquälerei in Schlachthof, Schläge, Tritte, Fehlbetäubungen. Ich bin früher, schon einige Jahre her, in Euskirchen im Schlachthof Futter, also Fleisch holen gefahren für unsere Hunde. Wir hatten damals sieben Hunde, große Hunde, ja, genau. Da gab es da Fleisch direkt vom Schlachthof. Das habe ich nur eine Zeit lang getan, weil die Ausgabe war direkt, ja, in der Nähe von dem Tötungsraum, sage ich jetzt mal. Und da hat man immer die Kühe, ja, regelrecht schreien gehört, und deswegen haben wir das dann doch nicht mehr gemacht. Ich habe vor kurzem auch veganes Hundefutter ausprobiert. Da mache ich auch noch ein Video von. Also Tierquälerei im Schlachthof. Schläge, Tritte, Fehlbetäubungen. So, Aninova liegen erschütternde Aufnahmen aus dem Schlachthof Elsfleth vor, bei Oldenburg in Niedersachsen. Das kam auch im Fernsehen, glaube ich. Die Aufnahmen zeigen wiederholte und massive Misshandlungen beim Treiben der Rinder und Schafe in den Schlachthof. Ich kann mir vorstellen, dass die Rinder oder die Tiere überhaupt, die geschlachtet werden, auch das Blut riechen, die Angst riechen der Tiere, die dort vor kurzem getötet worden sind und deswegen wirklich Panik haben. Außerdem belegt das heimlich erstellte Videomaterial, ich ziehe den Hut vor Leuten, die das wirklich da machen, klasse, grobe Verstöße bei der Betäubung der Tiere. Noch nicht mal die Betäubung vor dem Töten ist gewährleistet. Ich weiß nicht, welche Menschen da arbeiten, keine Ahnung. Die Aufnahmen sind über mehrere Wochen im Spätsommer 2024 entstanden. Also kann keine sagen, das sind alte Sachen, aktuelle Sachen. Aninova hat eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg erstattet und das zuständige Veterinäramt informiert. Also Niedersachsen, 19.10. Rinder-Schafe-Schlachthof. Das Video schaue ich jetzt nicht an. Ich kann sowas nicht sehen, ehrlich gesagt. So, versteckte Kameras decken auf. Misshandlungen und Tierschutzverstöße. Illegaler Einsatz von Elektroschockern. Es offenbart zahlreiche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Sowohl beim Treiben der Tiere in den Schlachthof als auch bei der Betäubung und anschließenden Schlachtungen. Besonders schockiert hat uns der gleichgültige und brutale Umgang der Mitarbeiter mit den Tieren. Genau so ist es. Welcher Mensch kann dort arbeiten? Also meiner Meinung nach jetzt, was müsste das für Menschen sein? Beim Treiben in den Schlachthof wird immer wieder und ganz selbstverständlich zum Elektroschocker gegriffen. Auf den Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, dass ein Rind bis zu 160 Mal mit einem Elektroschocker gequält wird. Und dieses Fleisch essen die Leute noch. Also esse seit 12 Jahren kein Fleisch mehr. Besser, was ich hier gemacht habe. Also nicht mehr gemacht. Teilweise sogar ins Gesicht. Das ist ganz klar illegal. Doch damit nicht genug. Immer wieder werden die Tiere durch Schläge, Tritte oder durch den Gebrauch von Mistgabeln in den Schlachthof gezwungen. Wahnsinn, ne? Kehlschnitt bei vollem Bewusstsein. Also Schächten. Das wird auch komischerweise auch von den meisten Tierschutzorganisationen religiös Schächten nicht beanstandet. Naja.
Im Inneren des Schlachthofs angekommen, nimmt das Grauen für die panischen Tiere kein Ende. Bei der Betäubung kommt es zu massiven Tierschutzverstößen. Teilweise zeigen die Schafe und Rinder nach der fehlerhaften Betäubung noch deutliche Anzeichen von Bewusstsein. Wahnsinn, ne? Dennoch erfolgt der Kehlschnitt. Die fehlbetäubten Tiere bekommen ihre Schlachtung bei vollem Bewusstsein mit und quälen sich in einigen Fällen in einen minutenlangen Todeskampf. Muss die Hölle sein, wirklich. Die Hölle ist wirklich hier auf Erden. Dies ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Immer wieder ist auch der amtliche Tierarzt im Auftrag des Veterinäramtes auf den Aufnahmen der versteckten Kameras zu sehen. Das ist natürlich der Hammer. Der müsste direkt entlassen werden. Der müsste alles genommen werden, wirklich. Jedoch kein einziges Mal auf Aufnahmen vom Inneren des Schlachthofs. Hier versagen die wenigen vorhandenen Kontrollinstanzen auf ganzer Linie. Wir haben umgehend das zuständige Veterinäramt in Brake und der Weser informiert und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg erstattet. Zu den Abnehmern zählen unter anderem kleine regionale Supermarktketten, klar, regionales tolles Fleisch, sowie auch eine Bürgerkette aus der Region. Ja, genau. Kurzgutachten, vernichtendes Urteil. Ein Kurzgutachten im Auftrag von Aninova kommt zu einem verheerenden Ergebnis. Aus Sicht der VeterinärInnen des Vereins Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e.V., okay, kannte ich nicht, muss ich mal schauen, müssen die Schlachthöfe sofort geschlossen werden. Genauso ist es. Denn die dortigen Mitarbeitenden verfügen offenbar nicht über die nötige Sachkunde. Anders sei die Brutalität gegenüber den Tieren nicht zu erklären. Wahrscheinlich sind das auch noch arme Arbeitnehmer aus dem Ostblock, die sind froh, sein Geld zu verdienen. Gut, trotzdem würde ich nicht machen, aber naja. Der eine nutzt den anderen aus. Zudem sei der Schlachthof baulich komplett veraltet. Hier das Gutachten zum Download. Den Download setze ich unten mal rein in der Videobeschreibung, auch der Link zu Aninova. Ja, über 30 Schlachthofskandale seit 2016. Ja, super. Erfolg. Schlachthof geschlossen. Super. Das Veterinär in Brake hat aufgrund unserer Anzeige den Schlachthof geschlossen. Medienberichte. Schön. Die wenigstens zeigen unsere Erfolge. Tierquälerei im Schlachthof Elsfleth. 242,7 Millionen Menschen erreicht in das erste Bild im RTL. Okay. So muss es sein. So, man kann sich unten in den Newsletter eintragen, einfach die E-Mail eintragen, abmelden und dann ist dann jetzt anmelden. Dann erhält man eine E-Mail mit der Bestell, also man muss die noch bestätigen mit per Klick und dann kriegt man kostenlos den Newsletter von Aninova. Sollte man machen, finde ich interessant. Testament, okay. Über den Tod hinaus Tierrechtsarbeit unterstützt, aha. Ich kenne eine ältere Dame, die ist 82, die wollte sowas machen. Muss ich mal vorschlagen. Ach nee. Ich liebe Schweine. Natürlich nicht zum Essen. Bekannte hat der Minischweine gerettet. Tolle Tiere. Aber cool. Coole Sache. Muss ich mal weitergeben. Tierpatenschaften. Wer also noch was Gutes tun möchte, der kann gerne. Ach, Tierpatenschaft mit Herz. Kenne ich nicht. Ach, klasse. So muss ein Schwein leben. Ne? Wir unterstützen auch mit Rüsselsheim oder sowas e.V. ein Ochse seit Jahren monatlich mit einem kleinen Betrag. Ich weiß gar nicht, ob der Ochse überlebt, aber ist egal. Also wer etwas Geld spenden möchte, jetzt zu Weihnachten, Aninova, ja bestimmt eine gute Adresse für die Spende. Pressemitteilung, TK Elsfleth Oldenburg. Aninova rettet Entenküken aus Mastanlage mit Unterstützung von Schauspieler und Aktivist Daniel Noah. Aha, kenne ich gar nicht. Daniel Noah. Finde ich aber natürlich gut. Aha, Hürth, okay, ist auch uns nicht weit. Staatsanwaltschaft Köln erhebt Anklage gegen Schlachthof in Hürth. Oh Mann. Anfang 2023 Aninova e.V. damals und wenn das Bildmaterial aus dem Schlachthof Metz. Die Bilder zeigen, wie Schafe und Rinder unter anderem betäubungslos geschlachtet worden sind. Das muss die Hölle sein, wirklich. Kann ich mir nicht angucken. Die sind Deutschland verboten.
hat eine Anklage gegen die 5 Personen erhoben. Ein Termin zwar noch nicht festgelegt worden. Die hoffen, dass sie waren. Da würde aber auch, glaube ich, nichts passieren. Also kann ich mir vorstellen. Aber gut, dass sie auch dagegen vorgehen. Shop, man kann unterstützen, wenn man etwas kauft. Schön. Also wie gesagt, finde ich ein toller Verein für Tiere, für den Tierschutz. Die haben, wie man schön sagt, Arsch in der Hose. Ja, genau, unsere Mission. Freiheit aller Tiere, bin ich dabei. Unser Impact. Ja, genau. Team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also tolle Leute ziehen Hut vor, wirklich. Also, ja, Claudia, Eva. Klasse, wirklich. Klasse. Ach, sind die für Undercover. Cool. Ja gut, ich will mich auch nicht zeigen. Das ist ja, naja. Also, ich bin der Meinung, wer Tiere mal züchtet, Milch damit produziert, Eier und sowas, der soll damit gut umgehen. Und er sollte es auch transparent machen. So geht es. Zum Beispiel eine 24-Stunden-Kamera aufbauen zum Streamen oder was auch immer. Das zeigt, dass man gut mit den Tieren umgeht und, denke ich, belebt auch das Geschäft. An die Nova Stiftung. Zur Stiftungsseite. Also wie gesagt, klasse Verein. Wir spenden ja jeden Monat einen kleinen Betrag, seit 3, 4, 5 Jahren, denke ich mal. Und ab 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro im Monat hat fast jeder übrig. Das ist ein Verein. Der zweite gute Verein ist Soko Tierschutz, der ist etwas bekannter. Da mache ich ein eigenes Video drüber. Also Aninova, toller Verein. Würde sich über jede Spende freuen. Und natürlich auch die Tiere. Weil die Tiere haben zu wenig Unterstützer, die wirklich aktiv sind, und die Leute von Aninova haben Eier in der Hose, ziehen Hut vor. Ciao.